Herr Zeus macht mit seiner Familie einen Ausflug. Dabei fällt ihm eine häufige Nutzung von erneuerbaren Energien an Häusern auf. Er informiert sich über erneuerbare Energien und kommt zu dem Entschluss, eine Photovoltaikanlage bei sich installieren zu lassen. In den gelben Seiten sucht er nach einem Betrieb, der dies für ihn machen würde. Die Herangehensweise und inwieweit sich eine Installation rentieren würde, kann der Meister ohne eine Vorortbegutachtung nicht sagen. Hierfür wurde gemeinsam ein Termin vereinbart. Bei der Vorortbegutachtung wird die Größe der Dachfläche aufgenommen. Die Dachfläche wird hierfür entweder vermessen oder die Maße sind, wenn vorhanden, in den Bauplänen des Eigentümers festgehalten. Die Dachneigung wird vermessen. Eine Dachneigung von 15 bis 50 Grad ist ausreichend. Perfekt sind 30 Grad. Die Dachausrichtung wird aufgenommen. Ideal ist eine Ausrichtung nach Süden. Jedoch ist eine südöstliche oder südwestliche Ausrichtung ebenfalls möglich. Die Einschränkungen der Belegfläche werden notiert. Einschränkungen können zum Beispiel Schornsteine, Dachfenster oder Lüfter sein. Die Art der Dachdeckung wird aufgenommen, um eine geeignete Unterkonstruktion für die Solarmodule bestimmen zu können. Weiter werden die baulichen Gegebenheiten geprüft. Es wird festgelegt, wo die Wechselrichter angebracht werden können. Dieser richtet Gleichspannung in Wechselspannung bzw. Gleichstrom in Wechselstrom um. Ein Überspannungsschutz für Wechselrichter ist keine Pflicht. Dazu wird allerdings angeraten, da die Wechselrichter teuer sind. Des Weiteren wird festgelegt, wo der zusätzliche Zähler angebracht werden kann. Der Zähler misst die gewonnene Energie, die in das Netz eingespeist wird. Ist im vorhandenen Zählerschrank noch Platz oder müssen eventuell neue Zuleitungen gelegt werden? Anlagen bis 30 Kilowattstunden können ohne größere Schwierigkeiten am Zählerplatz angeschlossen werden. Einfamilienhäuser haben Photovoltaikanlagen von etwa 5 bis 30 Kilowattstunden. Nach der Vorortbegehung kommt das Gespräch mit dem Kunden. Der Meister erklärt ihm, dass es lukrativ wäre, eine Photovoltaikanlage anbringen zu lassen. Aus Erfahrung kann der Meister grob abschätzen, was die Installation kosten würde, inklusive dem ungefähren Ertrag nach einer bestimmten Zeit. Der Kunde kann nun abschätzen, ob er das finanzieren kann. Um jedoch ein genaues Angebot ausrechnen zu können, muss der Meister alle relevanten Faktoren berücksichtigen. Zurück im Büro beginnt der Meister sich um das Angebot zu kümmern. Er hat eine Protokollvorlage, in die er alle relevanten Ergebnisse der Vorortbegutachtung eintragen kann. Er trägt alle aufgenommenen Daten wie Dachfläche, Neigung, Himmelsrichtung, Eindeckung und so weiter ein und druckt diese aus. Der Meister faxt das Protokoll an den Lieferanten seines Vertrauens. Mithilfe des Protokolls ist es dem Lieferanten möglich, das virtuelle Dach zu belegen und dazu eine Materialliste, wie zum Beispiel Anzahl der Module und Wechselrichter, zu erstellen. Weiter kann er mit diesen Angaben die Statik prüfen, um sicherzustellen, dass das Dach die Anlage tragen kann. Liegt das Angebot vom Lieferanten vor, bereitet der Meister ein Angebot für den Kunden vor. Material- und Montagekosten werden dabei berücksichtigt. Aus Erfahrung weiß er, wen er einsetzen kann und wie viel Zeit die Installation in Anspruch nehmen wird. Das formuliert er in einem Angebot und druckt dies aus. Der Kunde erhält das Angebot und kann nun entscheiden, ob er dem Betrieb den Auftrag erteilen möchte.